Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute beschäftigen wir uns mal wieder mit der Volatilität und zwar mit dem Volatilitätstrade, dem VIX-Trade, denn der ist mittlerweile Mainstream geworden, ne? Und was das für Risiken mit sich birgt, darum geht es in diesem Video. Wir alle kennen ja den VIX, wir kennen den VDAX, wir kennen die ganzen Volatilitätsprodukte, ne? VXX, UVXY, SVXY, XIV, also ihr wisst das alles und wir haben uns auf diesem Kanal schon sehr, sehr häufig darüber unterhalten. Und das ist ja auch ganz normal, denn schließlich geht es ja hier um Optionen und da gehört Volatilität natürlich ganz klar dazu. Was mir jetzt allerdings aufgefallen ist in letzter Zeit, ist, dass dieser Volatilitätstrade mittlerweile in aller Munde ist. Ne? Also man sieht zum Beispiel hier auch auf YouTube ganz viele Kanäle, die sich noch nie mit dem Thema beschäftigt haben und die plötzlich anfangen, über Volatilität zu sprechen. Ich lese es in einigen Blogs, ich lese es bei Twitter. Ne? Also ich habe noch nie so viel über Volatilität bei Twitter gelesen wie jetzt. Okay, das kann bei Twitter sein, weil ich natürlich viele Sachen abonniert habe zum Thema Volatilität, was mich einfach interessiert. Aber auch so von ganz normalen Seiten, die sonst wenig über Volatilität berichten, kommt plötzlich viel über das Thema. Und natürlich hat jeder begriffen, dass man quasi hier einen Free-Lunch-Trade hat, ne? Nämlich wenn man sagt, man shortet die Volatilität. Und wir wissen aber natürlich alle, an der Börse gibt es keinen Free-Lunch. Und deswegen wollen wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen. Was gibt es denn da nämlich für Risiken? Und wir gehen zuerst mal der Frage nach, stimmt denn das wirklich? Ist denn das Handeln in den Volatilitätsprodukten mehr geworden? Und dazu schauen wir uns mal einen allerersten Chart an. Und dieser Chart, das ist der VXX. Ihr wisst, der VXX, das ist dieser ETF, der immer die ersten beiden Volatilitätsfutures long ist, damit Rollverluste produziert und damit im Grunde genommen ein langfristiger Short ist. Ne? Und wenn wir uns diesen Chart hier anschauen, dann sehen wir, dass tatsächlich in den letzten Jahren, also mir kommt jetzt nur auf das Volumen unten mal an, dass in den letzten Jahren das Volumen in diesem Trade oder in diesem Produkt wirklich explodiert ist. Ne? Also es ist immer weiter hochgegangen, es wird immer, immer mehr getradet und auch wir hier bei uns im Coaching, hier bei uns in unserem eigenen Handel, wir handeln auch sehr, sehr viel diese Trades, ne? Also short den VXX. Long den SVXY, also das ist schon eine schöne Sache. So, jetzt ist aber nicht nur so, dass dieser ETF viel gehandelt wird, sondern natürlich auch die zugrunde liegenden Futures. Auch das hier mal in einem Chart dargestellt. Und zwar ist das hier der Volatilitätsfuture, also der VIX-Future, einfach als langfristigen Chart gemacht. Und auch hier kann man sehen, dass hier das Volumen in den letzten Jahren exorbitant hochgegangen ist. Wer will, bei Futures könnte man sich jetzt auch das Open Interest anschauen und auch da würde man sehen, dass das sehr stark nach oben gegangen ist. Okay, woran liegt das jetzt? Ne? Liegt das an der starken Nachfrage zum Beispiel von Seiten der ganzen ETF-Produkte oder gibt es auch viele, die Futures handeln? Das wissen wir nicht. Ne? Das ist so ein bisschen die Geschichte, was ist der Schwanz, was ist der Hund? Aber wir sehen einfach auch hier, dass das Volumen extrem groß geworden ist. Und wir können es sogar noch an einem dritten Chart ablesen und an den wird vielleicht der ein oder andere gar nicht denken oder wird gar nicht auf die Idee kommen. Aber schaut euch mal diesen Chart hier an. Das ist eine Aktie und zwar ist das die Aktie der CBOE, also der Chicago Board of Option Exchange, der Chicagoer Optionsbörse, an der diese ganzen Vola-Produkte gehandelt werden. Und die Volatilitätsprodukte sind mittlerweile ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil dieser Börsen. Und ihr seht, dass diese Aktie, die hat sich seit 2011 über 300% plus entwickelt. Also die ist super, super gelaufen. Ne? Und das ist natürlich unter anderem darauf zurückzuführen, dass auch diese Volatilitätsprodukte so wahnsinnig stark gehandelt werden. Und ihr wisst, jeder Trade bringt der Börse ein paar Cent oder ein paar hinter dem Komma Cent ein, aber natürlich, wenn das Millionen und Millionen am Tag sind, dann lohnt sich das Ganze schon. So, jetzt könnte man sagen, Mensch, super, alles klar, eine tolle Sache, aber was ist denn hier das Risiko dabei? Und das Risiko ist ja immer das, wenn man einen vermeintlich sicheren Trade hat, den plötzlich jeder erkannt hat, dann sind auch irgendwo Risiken da, die Leute, die den sicheren Trade erkannt haben, nicht oder sich nicht vorstellen können. Und hier ist halt ganz einfach so, dass wenn wir alle short die Volatilität sind, dann muss sie irgendjemand long sein.
Ne? Also muss es irgendjemand geben, der long ist. Im Zweifelsfalle könnte es ja auch der ETF oder ETN-Anbieter sein, der sich einfach nur hedgt. Ne? Aber es wird natürlich auch eine Menge Leute geben, die immer noch long die Volatilität sind. Und ich befürchte halt ganz einfach, dass dadurch, dass jetzt so viele Leute das erkannt haben, dass man Short Vola sein kann und dass das ein sehr guter Trade sein kann, dass das dazu führen wird, dass in Zukunft die Ausschläge in der Volatilität viel, viel stärker werden. Und wir können uns mal was anschauen aus den letzten Tagen. Und zwar, wenn ihr diesen Chart hier seht, das ist der VIX, ne? Also der ganz normale Volatilitätsindex. Ihr wisst, der wird berechnet aus den implizierten Volatilitäten der S&P 500 Optionen. Und hier haben wir jetzt vor kurzem etwas gesehen, nämlich einen Anstieg von 70% innerhalb von, ich glaube, 5 oder 6 Handelstagen. So. Und wenn man jetzt sagt, naja, okay, nicht so schlimm, ne, weil er ist ja deutlich unter 20, ja, aber in den letzten 20 Jahren gab es nicht allzu viele Tage, an dem sowas passiert ist. Und in der letzten Zeit häuft sich das Ganze. Ne? Also wir sehen eine ganz klare Häufung von Vola-Spikes. Das heißt, dadurch, dass so viele Leute short in der Volatilität sind, gerade auch in diesen ETF-Produkten, wird es passieren, wenn die Vola mal hochkommt, dass plötzlich ganz viele Leute merken, oh, was kann denn hier passieren? Das kann ja am Tag nicht nur 5 oder 6% steigen, das kann ja auch mal 20 oder 30 oder 40% steigen. Dann decken die ein und treiben damit die Volatilität oder die Preise dieser Short-Vola-Produkte oder ihre Shorts noch mehr nach oben. Ne? Und das heißt, wir werden in Zukunft einfach noch mehr Volatilitätsausschläge sehen. Und das wird einige Leute, da bin ich relativ davon überzeugt, wird es viel, viel Geld kosten, weil sie sich einfach dieser Gefahr nicht bewusst sind. Grundsätzlich ist es ja nicht das Problem, dass man Short Volatilität ist. Wie gesagt, wir machen das ja auch. Ne? Aber wenn wir eben sehen, aktuell, wir haben extrem niedrige Volatilität. Wir sehen, dass die Märkte jeden Rücksetzer kaufen. Ne? Der Markt kommt runter, sofort kommen Maschinen rein und kaufen den Markt zurück. Die Volatilität, die ganz kurz angestiegen war, geht wieder runter, sodass jeder sagt, hey, sofort jeden Vola-Anstieg muss ich shorten. Das ist ja quasi ein sicherer Gewinn. Aber irgendwann funktioniert das halt dann mal kurzfristig nicht mehr. Und dann kann es ganz, ganz böse werden. Und dann wird nämlich die Volatilität mal nicht nach den ersten 1-2 Tagen wieder zurückgehen, sondern wird sie vielleicht mal eine Woche steigen, mal einen Monat steigen, vielleicht mal 2 Monate steigen. Und dann werden wir plötzlich hier Spikes sehen, die eben nicht nur 50-60% sind, sondern die vielleicht auch mal 200-400% sind. Und das wird dann einige viel Geld kosten, weil natürlich viele gehebelt in diesen Produkten unterwegs sind. Ne? Und jetzt denken ja vielleicht der eine oder andere, naja, überhaupt kein Problem, wenn die Vola gegen mich läuft, das kann ich ja aussitzen. Aber ihr könnt nicht immer zwingen, diese Volatilität aussetzen. Denn stellt euch mal Folgendes vor, ihr habt den VXX, ne? Also diesen Long-Volatilitäts-ETF oder ETN ist es ja genauer gesagt. Und ihr seid short in dem. Ihr sagt ja, okay, wenn der hochgeht, überhaupt kein Problem, über kurz oder lang, wird es durch die Mean Reversion dazu kommen, dass er wieder fällt. Was viele nicht bedenken ist, wenn ihr short in einem Produkt seid, also zum Beispiel in einer Aktie, in einem ETF oder sonst irgendwo, dann kann es euch passieren, dass wenn das Ganze steigt, dass ihr aus eurem Short rausgedrückt werdet, das heißt, dass der Short weggenommen wird. Ne? Beispiel, du gehst bei 20 in dem Ding short, das steigt auf 50, und er sagt dir, naja, okay, ist nicht so schlimm, ich liege zwar 30 hinten, aber der kommt ja sowieso wieder runter auf 20. Was ist denn aber, wenn die Gegenseite bei 50 das Produkt zumacht? Ne? Also sagt, ich will die zurückhaben. Du hast ja, überleg dir das immer, wenn du etwas short bist, dann hast du dir etwas geliehen, um es leer zu verkaufen. Short gehen bedeutet immer Wertpapierleihe. Und wenn du diese Wertpapierleihe, die kann jederzeit von der anderen Seite rückgefordert werden. Und wenn das passiert und du bist sehr, sehr stark im Minus und sagt der andere so, jetzt will ich es aber zurückhaben, dann hast du plötzlich einen realisierten Verlust und kannst eben gar nicht mehr erwarten, dass es runtergeht. Ne? Und stellt euch mal vor, zu dem Zeitpunkt könntet ihr dann nicht mehr short gehen. Bislang ging das immer. Mir ist selber schon passiert. Ich war short, Position wurde zugemacht, bin sofort einfach wieder short gegangen. Was ist, wenn das dann aus irgendwelchen Gründen nicht mehr geht? Ne? Und deswegen mein Tipp an euch, wenn ihr Short-Volatilität seid,
Bedenkt immer, ihr habt eine Wertpapierleihe dahinter. Diese Wertpapierleihe kann jederzeit rückgängig gemacht werden oder kann aufgelöst werden. Handelt immer nur kleine Positionen und handelt vor allen Dingen jetzt nicht in diesem Umfeld, wo wir sehr niedrige Volatilitäten haben, diese Trades exorbitant hoch, sondern sagt, okay, ganz kleine Positionen kann man auch jetzt noch machen, aber richtig gut werden diese Trades erst wieder werden, wenn die Vola sehr, sehr stark angestiegen ist, wenn die Masse damit verloren hat und dann können wir das Ganze auch wieder tun, dann können wir auch wieder reingehen und können wieder verkaufen. Bis dahin wäre ich mit diesen ganzen Produkten sehr, sehr vorsichtig. Sehr vorsichtig heißt nicht mehr machen, aber eben wirklich ganz, ganz, ganz sachte machen und nicht auf diesen Mainstream-Zug aufspringen und sagen, ja, das machen ja jetzt jeder und das ist dieser Super-Trade dieses Jahr, ne? Weil wenn du Anfang des Jahres, glaube ich, VXX verkauft hast, liegst du, glaube ich, schon wieder 40% vorn. Das ist nicht die dauerhafte Lösung, ne? Sondern es funktioniert am besten, wenn die Vola angestiegen ist. Also wartet einfach mal ab, bis die Vola wieder nach oben knallt und geht dann erst wieder Short Vola und nicht gerade am Tiefpunkt. Okay. Ich gucke nochmal schnell auf meinen Zettel. Das war alles, was ich heute hatte. Deswegen, eure Meinung, eure Kommentare sind gefragt. Schreibt die mir wie immer hier unten in die Kommentarfunktion rein. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurem Handel mit Optionen, mit Volatilität. Ne? Und immer daran denken, wir traden nicht für den Jackpot, sondern fürs regelmäßige Einkommen. In diesem Sinne, euch eine schöne Zeit, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.